Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, ich kann nur sagen, ich finde es teilweise scheiße schwer zu fahren, aber ich liebe dieses Spiel einfach. Und wir starten ein neues, wobei ich mit schwer zu fahren immer nur diese Scouts meine. Das habe ich ja schon in der letzten Folge ausführlich erwähnt. Operatoren, Spezialist, was brauchen wir denn für einen? Wird uns der angezeigt? Ja, doch, wird uns angezeigt. Achso, die neue, die wir jetzt freigeschaltet haben. Okay, dann nehmen wir die. Hinzufügen. So, Arcane, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, hat sich in der Natur-Vloggen-Szene in Japan einen Namen gemacht, wo sie für ihre kreativen Berichte über Wanderwege und Nationalparks bekannt ist. Jetzt will sie diesen Erfolg mit einer neuen internationalen Serie ins Ausland tragen, in der sie jedes Jahr in einen anderen Land wandern und campen wird. Fände ich persönlich auch ziemlich cool, wobei ich persönlich campen ziemlich uncool finde. Also an sich finde ich es cool, aber für meinen Rücken oder überhaupt jetzt für meine Gliedmaßen ist das so gar nichts mit so einem harten Boden leider. Den Rest finde ich aber ziemlich gut, bis auf die Mücken. Mücken finde ich nicht gut. Wir brauchen einen Scout und auf jeden Fall einen Metalldetektor. Ich will aber meinen schönen Offroad-Truck nehmen. Ich will keinen Scout nehmen. Ja, das war der, ne? Ich bin gerade am gucken. Leistungsgewicht. Wenn ich mir vorstelle, dass der so einen guten Kraftstoffverbrauch hat. Wieso hat der eigentlich kein... Ach nee, das ist das Zusatzbenzin, ne? Von 15. Ja klar, da unten Tank 50. Obwohl, der hätte einen größeren Tank. Vielleicht ist der tatsächlich ein bisschen besser. Jetzt bin ich tatsächlich etwas unsicher, ob ich den nicht mal ausprobieren soll. Der ist vom Leistungsgewicht her etwas besser, Kraftstoffverbrauch ein bisschen schlechter, hat aber dafür, ja, fast den doppelten Tank. Ne? Ich würde den einfach mal ausprobieren. Ich würde aber auch gerne mal schauen, was wir da noch machen können. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel Geld. Versteckte Kotflügel. Notreserve. L wäre 30 Liter zusätzlichen Kraftstoff. Weil das wären 10.000. Oh. Ja, komm. Oh Gott. Okay. Versteckte Kotflügel. Schutz vor Zusammenstößen. Wäre natürlich auch nochmal gut. Nehmen wir auch direkt mal. Kleine Erweiterung für Frachttransport. Für Expeditionsressourcen. Wäre natürlich auch gut. Ist die Frage, müssen wir das jetzt gerade darin verballern? Hinten verstärkter... Naja, wenn, dann bin ich eher vorne am drauffahren, sag ich mal. Metalldetektor. Achso, genau. Metalldetektor brauchen wir. Den müssen wir mit reinnehmen. Ganz wichtig. Front. Verstärkter. Frontschutzbügel. Frontschutz. Massiver Frontschutzbügel. Achso, ja, das war wieder die Sache. Da ist eine Halterung mit dabei. Und ja, dann nehme ich mal den massiven. Ja, wir nehmen es jetzt einfach mal. Ich bin gleich pleite, aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal. So, Motor. Macht die Leistung etwas besser? Macht den Kraftstoffverbrauch höher? Leistungsgewicht besser? Oh mein Gott, das sind 5.000. Aber wenn ich damit besser fahren kann als mit den anderen. Ja gut, Winde, verlängerte Winde wären natürlich auch noch gut. Ich hoffe, die brauche ich jetzt nicht. Wenn ich sage, werde ich sie garantiert brauchen, aber... Ach, was ist das denn? Höherlegungsset? Gut für den Einsatz im Gelände. Auf Kosten von Federweg und Stabilität. Ja, gut.
Achso, das ist die Federung. Ich wollte ja sowieso eigentlich ins Getriebe und nicht in die Federung. Feingetuned. Macht die Leistung etwas besser? Das hat keinen großen Unterschied. Okay, Offroad macht die Leistung was besser. Bietet höhere Offroad-Leistung und Antriebskraft auf, na gut, auf Kosten der Kraftstoff. Ja. Hochleistungsgetriebe mit höherer Höchstleistungsgeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz aus Kosten einer geringeren Kraft. Ich bin mir nicht so sicher, aber den Motor, der juckt es mir echt in den Fingern hier. Der macht ein bisschen mehr Kraftstoff. Ich glaube, der ist eigentlich ganz gut aufgearbeitet, so ein bisschen. Oh mein Gott, ich bin wirklich gleich pleite. Ich hoffe, dass die Dinger jetzt nicht so teuer sind. Verlängerter Schnorchel, Hochschnorchel. Gut, ist jetzt eh zu teuer, aber der ist ja auch sehr hoch. Also ich hoffe, dass wir da erstmal so mit auskommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, dass ich den jetzt hier so aufgemotzt habe. Oh mein Gott, okay, wir setzen das jetzt erstmal ein. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut war, was ich hier gemacht habe. Okay, da ist unsere Aufgabe, wenn ich das richtig sehe. Also bleiben wir mal hier. Gut. Rechts ist Reparatur. Nee, da kann ich was bauen, oder? Gucken wir mal kurz, was das ist. Baumodule. Ja, das sind diese Grundversorger, 100 Liter Benzin. Oh, ich habe vergessen, die Dinger zu holen. Oh, achso, kann ich die hier holen? Nee, ne? Werkstatt, Inventar. Nee, muss ich erstmal bauen. Kann ich das eventuell hier noch kurz kaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich nicht. Scheiße. Ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Okay. Da müssen wir jetzt so damit auskommen. Also, wie sieht es denn hier aus? Wir sollten. Zustellpunkt, da müssen wir wahrscheinlich am Ende hin, nehme ich mal an. Wir sollten ungefähr so fahren, hoffe ich mal. Der hat noch kein Allrad jetzt drin, fährt sich aber jetzt schon wesentlich besser als der andere mit Allrad, nur mal so nebenbei. Ich bin mal gespannt, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Hier macht er jetzt gerade ein bisschen schlapp, weil er hochfahren muss. Frage ist, macht uns das hier Schaden? Ne, da können wir mit drüber fahren. Das ist sehr, sehr geil. Ich muss irgendwie da hoch. Alter, ich sollte vielleicht doch den Allrad anmachen. Okay. Weil der fährt sich schon ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich sollte da hochfahren, obwohl ich kann wahrscheinlich auch hier links. Fahren. Feder zu extrem. Ja, schon. Sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen Geld investieren in die Federung, dass wir den ein bisschen straffer ziehen. Alter, ist das dein Ernst, was du hier gerade machst, Auto? Oh Gott. Vor uns liegt ein steiler Abstieg. Sei vorsichtig, an solchen Stellen solltest du nicht so schnell fahren. Ja, vor allen Dingen nicht so, wie mein Auto hier hoppelt. Also, oh Gott. Hä? Ach so, weil ich das wieder. Oh, ich hasse das, dass der das dann nicht einfach so richtig macht. Fahren wir da? Ist jetzt die Frage. Ich habe es irgendwo so im Gefühl, wenn wir jetzt hier rumfahren, dass wir dann wahrscheinlich wieder zurück müssen und hier rumfahren müssen. Obwohl, ja, Moment, wir machen das jetzt. Wir fahren direkt hier durch und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht da durchkommen. Oh mein Gott, ich weiß echt nicht, ob der besser ist als der andere. Also er fährt schon ein bisschen besser, aber er ist sehr holprig. Den muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen tunen, damit der tatsächlich auch besser wird.
oder ähnlich gut wird wie der, dieser Truck da. Oh, kann ich bremsen? Wenn auch nicht besonders erfolgreich. Er geht trotzdem sehr weit runter. Au. Hallo, ich bin extra hier total gut ausgestattet und krieg jetzt hier Schaden oder was? Okay. Da muss ich hoch. Ich denke, dass ich hier durchfahren kann, oder? Ich hoffe es zumindest. Alter, wie der hochgeht, weil da so ein kleines Steinchen liegt. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen anders fahren. Ist das euer Ernst? Oh, was stand da? Was stand da? Jetzt ist es wieder weg. Ich hasse es. Da hinten müssen wir jetzt hin. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das hier kriegen soll. Aber wir versuchen es trotzdem irgendwie. Oh mein Gott. Ja, komm, komm, komm. Nicht da hochspringen. Nicht da hochspringen. Nicht da hochspringen. Böses Auto. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe total vergessen, was einzupacken. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte es nicht aussprechen, weil sonst würde ich mich. Sonst würde ich es brauchen. Oh. Ich verstehe, wir brauchen es wirklich gleich. Da ist ein Baum, der hilft uns aber nicht hier hoch zu kommen. Oh, dieses ewige Links-Rechts, das ist bei dem anderen Scout auch so ekelhaft. Dass der so wegrutscht immer. Nachgucken. So. Oh, ich denke mal, da müssen wir hin. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Ich nehme mal an, dass wir hier so durchfahren können. Achso. Ich bin heute mal ein bisschen langsamer unterwegs, weil der wirklich sehr seltsam zu fahren ist mit der Steuerung. Ich glaube, ich hatte ihn auch schon mal ausprobiert, jetzt wo ich ihn fahre. Und für nicht so gut befunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt gut war, dass ich da jetzt so viel drin investiert habe. Dass ich noch ein bisschen was investieren muss und der vielleicht da besser fährt oder so. Keine Ahnung. Wieso ist da hinten ein Zeichen, wenn ich nach links muss? Also wahrscheinlich nach links muss. Ah nein! Nein, nicht erkunde das Gebiet! Och, ihr seid doch doof! Ich will nicht das Gebiet erkunden. Oh... Ich muss aber so oder so nach da oben, weil ich da wahrscheinlich was freilegen muss, ne? Ich hasse es, Gebiete zu erkunden. Aber auf jeden Fall mit dem Wagen. Oder mit den Scouts generell, sag ich mal so. So, Aufgabe angezeigt. Sehr schön. Mal eben gucken, wie weit haben wir das jetzt hier? Ist noch nicht ganz so weit. Ich würde sagen, wir fahren bis hier. Gucken, dass wir irgendwie bis hier kommen. Wenn wir das hinkriegen, vielleicht noch da oben hin. Ich weiß aber nicht, ob wir dann an die 100% kommen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn wir da oben hinfahren. Aber noch ein paar Prozent auf jeden Fall mit hin. Ich wollte gerade noch sagen, hinten habe ich mich nicht gepolstert. Warum war mir das noch klar? Warum war mir das noch klar, dass das unter dem Baum so eng war?
70%, 73. Das ist rumeiern. Alter. Ja. Komm, komm, komm. 85%. Aber da hinten könnte ich eigentlich noch ein Stück reinfahren. Ach so, da brauche ich aber nicht, weil er das... Ah, okay. Verstehe. Jetzt komme ich da aber sonst nicht mehr hoch. 88. 93. Oh, komm schon. Jeder Prozent zählt. 98. Ja! Scanne die Absturzstelle mit einer Drohne. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Och, sehr schön. Ich will hier nicht länger rumgurken. So. Einmal gucken. Naja, das, davon bin ich ausge... Oh, nee, nicht, ans, nicht an den Baum ran. Böses Auto. Oh, Moment. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass das hier so runtergeht. Scheibenkleister. Okay. Scan starten. Da oben muss ich hin, ne? Sehe ich jetzt erst. Ach, komm schon. Bleib in der Zone. Ja. Ja. Okay, nochmal weiter. Also das Wrack ist klar, das haben wir schon gesehen. Ach, hier oben liegen auch noch Teile. Ah, jetzt sag mir bitte nicht, dass der hier oben ist. Ach so, ich muss gar nicht dahin. Ich muss zu dem hier. Okay. Aber ich schätze, da oben ist tatsächlich dieser Flugschreiber. Scan erfolgreich. Es sieht so aus, als gäbe es noch ein weiteres Stück der abgestürzten Drohne in der Nähe. Wir sollten das Gebiet abfahren und uns umsehen. Ja, wir müssen zu der blauen Stelle, ne? Oder? Nee. Hä? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das ist... Och, das ist mein Punkt. Nein. Ernsthaft jetzt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Okay. Gut. Dann. Mal schauen. Ob und wie wir das hinkriegen. Ich fahre geradeaus und weil ein Stein im Weg liegt, also man kann ja dazu noch Stein sagen, ist ja kein richtiger Fels von der Größe her, geht das Auto keine Ahnung wie viel Grad nach rechts, während es fährt. Also das ist, das finde ich immer sehr bedenklich hier. Das ist so total unrealistisch irgendwie. Oh, Hilfe. Nein, du sollst doch nicht da hochfahren, du sollst dahin fahren, wo ich lenke. Was hältst du davon? Hältst du nichts von, ich weiß. Sollst du aber trotzdem. So, wie kommen wir da am besten? Benzinmäßig sieht es auf jeden Fall noch gut aus. Bis jetzt. Ich weiß ja nicht, was ich noch alles machen muss. Dein Ernst jetzt? Das Teil, das wir brauchen, liegt irgendwo oben. Ein Metalldetektor wird helfen, den genauen Ort zu bestimmen. Mhm. Liegt irgendwo oben. Was heißt denn für dich irgendwo oben? Finde einen Flugschreiber in dem... Also irgendwo oben ist wahrscheinlich hier, denke ich mal. Hier an der, an dem Punkt. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Wenn das jetzt wirklich da ist, wovon ich ausgehe. Weil hier, das sieht mir sehr stark nach Kante aus. Das sieht mir alles sehr stark nach Kante aus. Oh, ist das euer Ernst? Nee, Moment, so kann ich drehen. Da komme ich doch nirgendwo hoch.
Also hier unten, das könnte ich mir noch vorstellen, dass ich da vielleicht mit Ach und Krach irgendwie hochkomme. Oder komme ich da hoch, indem ich hier hinten rumfahre? Aber ich befürchte ehrlich gesagt, dass dem nicht so ist. Hier könnte ich vielleicht noch ein Stück höher kommen, aber dann komme ich nicht nach ganz oben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die es vielleicht noch gäbe, wäre da hinten. Oder die meinen mit oben hier. Das kann natürlich auch sein. Da käme ich theoretischerweise hoch. Ist doch alles scheiße, ganz ehrlich. Metalldetektor. In die Richtung ungefähr. Ja, also in die Richtung, wo tatsächlich bin ich hier am Schlafen oder was? Der ist hier echt am Pennen. Willst du mich verarschen? In die Richtung, wo das Zeichen ist, was mir aber hier nicht angezeigt wird. Das ist ja doof. Also, weiß ich nicht, ungefähr in die Richtung? Ja, ungefähr in die Richtung wäre das dann. Das heißt für mich, dass ich wahrscheinlich hier hochfahren, also hier hinfahren müsste. Das heißt, dass ich gucken müsste, dass ich ungefähr so den Weg nehme. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es natürlich nicht. Das ist nur eine Vermutung. Es ist jetzt schon wieder so dunkel hier. Moment, ich muss mal eben. Sagt, das ist alles. Oh. Ja, sicherer Weg hier. Toller, sicherer Weg. Wirklich. Für welches Auto? Der ist so sicher, dass mein Auto jetzt Schrott ist. Wie war das mit der Differentialsperre nochmal? War das nicht mit V? Nee, mit V ist. Q? Nee, das ist nur mal anmachen. Okay. Ja, keine Ahnung. Wie soll ich da hochkommen? Ich könnte mich jetzt theoretisch. Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich meint. Wieso kann ich nicht mehr rückwärts fahren? Hallo? Weil ich jetzt. Moment. Weil ich jetzt nicht mehr auf Automatik stehe. Wieso stehe ich nicht mehr auf Automatik? Frage ist. Ach nee, ich habe ja gar keinen Bodenanker. Ah, fuck! Oh nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Das ist auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich hier. So, wir gucken noch mal eben zur Sicherheit, ob der jetzt auch tatsächlich den Bereich hier anzeigt. Er zeigt zwei Bereiche an. Das finde ich nicht gut. Ach so, müssen wir den blauen hinterher oder müssen wir? Nee, ich denke mal, das ist die Kugel, wo wir hin müssen, ne? Da unten ist irgendwas mit einem Bodenanker. Okay, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich habe gar kein gutes Gefühl, weil es fährt auch nicht da, wo wir eigentlich hochfahren sollen. Alter. Scheiße. Holla, die Waldfee. Okay, wir sind schon mal hier oben. Hier ist zumindest ein Teil vom Flugzeug. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Jetzt fahr doch nicht gegen den Baum, du Trottel. Und fahr halt links dran vorbei, Mann.
Nein, hier ist nur ein Handel oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und der Container ist leer. Aber der Flug... Ah, doch, doch. Der Flugschreiber ist hier drin. Ah. Okay. Wir haben den Flugschreiber. Liefere den Flugschreiber. Das war, glaube ich, bei uns direkt, ne? Ach, da können wir uns ja eigentlich so theoretisch hinporten, ne? Mehr müssen wir nicht machen, oder? In dem Gebiet mussten wir jetzt nichts mehr. Dann würde ich fast sagen. Wie ging das nochmal? Moment. Expedition. Ah, ich bin immer zu doof, um das zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Oder habe ich den noch nicht freigeschaltet? Doch, da sind wir doch gestartet. Außenposten West. Ah, jetzt komme ich da rein. Bergung. Ja. Und nach da oben müssen wir ab. So, ich habe die Berge dann schon. Oder wieder an. Ich fahre mal lieber außen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist besser. Muss ich da durchfahren, damit ich hier eine Aufgabe kriege? Ja, sehr schön. Womit, glaube ich, dann auch meine Frage beantwortet wäre, wie ich diese Aufgaben kriege. So, liefern. Zack. Yes! Ich weiß nicht warum, aber ich komme mir irgendwie immer wie so ein Superheld vor, wenn ich was abgeliefert habe. Nimm weniger als 200 Schaden. Oh, haben wir doch noch hinbekommen. Erkenne mindestens 5 unbekannte Punkte auf der Karte. Okay. Jetzt hätten sie mir vielleicht vorher sagen sollen. Lass das Fahrzeug maximal 5-mal umkippen. Ja, einmal wäre für mich schon zu viel gewesen, weil, wie gesagt, ich habe vergessen, was reinzutun. Ein Upgrade für das Heck. Was auch immer das jetzt für ein Auto ist. Ich denke mal für dieses Auto. Außenposten Süd haben wir freigeschaltet und einen komischen Massenmörder mit einer Axt haben wir freigeschaltet. Nein, den Pionier Brian Wilson haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Ja, ein bisschen Schaden ist halt immer dabei, ne? Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr mir eigentlich zusieht, ob ihr das alles nur macht, weil ihr eine Frau fehlen sehen wollt, ob ihr mich fiebernd unterstützt und denkt, hoffentlich bekommt sie es noch hin, das Ziel zu erreichen. Oder ob ihr dieses tolle Meme immer im Kopf habt, wenn ich fahre, wo die sich da alle gegen den Kopf klatschen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich fühle immer von jedem Teil ein wenig bei jeder Folge, die ich hier mache. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich stehe total auf sowas. Und ich freue mich echt schon darauf, herauszufinden, was das rechts eigentlich ist. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Warum steht da 0 von 0? Ich habe keine Ahnung. Es geht ja auch noch weiter, oder? Ah nee, das ist nur, damit man so hin und her gehen kann. Okay. Ja gut, es kommt aber auch noch eine ganze Menge, so wie ich es mitbekommen habe. Es gibt ja auch noch einen Season Pass, den habe ich mir leider nicht geholt, weil ich das Falsche geholt hatte. Und ja gut, im Nachhinein, ich habe es erst sehr, sehr spät gemerkt. Im Nachhinein konnte ich es dann auch nicht mehr stornieren. Und jetzt warte ich aktuell ein bisschen darauf, dass der Season Pass mal ein bisschen zumindest im Angebot kommt, also wenn es nur 30% sind oder so. Und dann würde ich mir den auf jeden Fall holen, wenn ich es dann zu dem Zeitpunkt kann. Weil da sind, soweit ich weiß, nicht nur andere Autos bei, sondern eben auch neue Bereiche. Aber wir müssen ja erstmal die Bereiche hier durchgehen, deswegen. Ich bin guter Dinge, meistens. Nur bei der sehr schweren Aufgabe, da bin ich mir nicht sicher, wie wir das meistern. Aber wir werden sehen. Ich sag einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.